Das eine Problem ist, es gibt keine richtige Logik in diesem Spiel, jedenfalls in der Originalversion, die die Erfahrungspunkte fair aufteilt. Die einzige Logik wäre, die Leute, die wenig Erfahrungspunkte haben, ich dachte schon, Imo entschleicht ein bisschen, nach oben zu Gute schieben. Geister, eine wunderschöne alte Eiche ist in Gefahr. Ich rufe euch an, ihr wohlgesinnten Geister. Eine uralte Eiche ist in Gefahr. Es steht ein Angriff durch zwei Gestalten bevor, die auf die Schändung der ehrbaren Natur abgesehen haben. Sie könnten sich bislang meinen Zaubermitteln entziehen und müssen aufgehalten werden, ehe nicht wieder gut zu machender Schaden entsteht. Wollt ihr meine Bitte nachgehen? Nur die niederträchtigsten Halunken würden einen sanften Waldgeist ausnutzen. Zeigt mir den Weg, mit denen werden wir schon fertig. Was ist schon ein Baum mehr oder weniger? Wir haben Wichtigeres zu tun. Was bezahlt ihr uns für unsere Hilfe? Wir nehmen Gefahren nämlich nicht umsonst auf uns. Puh. Es ist echt schwer, böse zu spielen. Deswegen nehmen wir die drei. Schätze, wie sie euch lieb wären, habe ich nicht und kann ich nicht gebrauchen. Bitte, es bleibt wenig Zeit. Helft ihr mir? Also gut, obwohl wir praktisch nie ohne Bezahlung arbeiten, zeigt uns den Weg. Und ich möchte selten mit jemandem mit solch kaufmännischer Überzeugungskraft zu tun haben. Ich danke euch trotzdem. Hier entlang, bitte. Hedor, ich bin Kallo und das ist mein Bruder Krumm. Wir glauben, dass das hier ein Zauberbaum ist, weil er allein hier oben steht und groß ist. Sind wahrscheinlich Gnome oder Kobolde oder sowas drin. Drum fällen wir ihn erst und holen uns dann den Schatz. Stimmt's oder habe ich recht? Komm, wollt ihr he helfen? Ist ein großer Baum. Ist bestimmt genug Gold für uns alle drin. Also los, mein Freund. Uns erwarten so unermessliche Schätze, dass nicht einmal der Habgierigste davon träumen würde. Da bin ich sicher. Also wir wissen, dass da kein Schatz drin ist. Sie hat es uns gesagt. Das ist doch nicht euer Ernst, oder? Seht nur, wie wunderschön dieser Baum ist. Ein wahres Wunder der Natur. Ja, da kommt dann der Bard in uns zum Vorschein, der ein bisschen poetisch ist. Also auch ein böser Barde kann poetisch sein. Und ganz ehrlich, als neutral böser, was hat es da für einen Sinn, einen Baum zu fällen? Ich werde nicht zulassen, dass ihr im Baum auch nur einen Zweig krümmt. Da müsst ihr erst an uns vorbei. Das ist wieder zu heldenhaft. Nehmen wir die zwei. Also, wenn ihr uns nicht helfen wollt, dann verdrückt euch. Wir brauchen keine, die uns bei der Arbeit zuschauen. Ihr wollt uns ausrauben, wenn wir den Schatz haben. Das ist es, was ihr vorhabt. Was? Wir räumen, weil wir nichts zu tun haben. Krumm und ich gar nichts. Stimmt's, Krumm? Wie? Okay. Wie kann ich? Ich werde mich in Hand umdrehen, darum. Lasst sie uns. Worum geht es nicht? Vor der Rache der Spinnenkönigin. Ja. So, die sind beide hinüber. Was hatten sie denn dabei? Geld, Geld, ein Heiltrank. Der Nacht gibt mir Kraft. Eine Keule und ein Ding. Sie ist schon überladen. Gucken wir mal, was ist das für ein Gürtel? Gürtel der Stumpfheit. Schaden gegen Wuchtwaffen. Ist dann was für uns? Keule plus 1, die taugt nichts. Er ist voll, sie hätte noch Platz. Das kann zu Nera, das ist ein Trank, der kann in die Tranktasche erstmal. Schaut, viel hat noch Platz. Wie ihr wünscht. Mein Baum hat solche Schmerzen. Wenn auch nur ungern, so muss ich euch danken. Vielleicht habe ich etwas, das ich euch geben kann, wenn auch nicht viel. Überlasst es mir bitte, den entstandenen Schaden zu beheben. Oberflächenbewohner können so dumm sein. So. Worum Diese geht es Dummheit hat man diesmal? nur einem männlichen Anführer zu verdanken. Ihr braucht nur zu fragen.
Also ja, wenn sich unser Ruf verbessert, dann sind sie nicht begeistert davon. Und den Fleck am See können wir leider nicht aufdecken. Haben sogar einen Heiltrank bekommen. Aber ja, Tagebuch. Ich habe mir die Gunst der Dryade in den Wurgeligen Gipfel erworben. Wenn ich mich mit dieser Naturgeistern gut stelle, wird mir das unendlich viel Glück bringen. Mhm. So ein bisschen. Was ich leider nicht machen kann, ist filtern nach Erledigte und Nicht-Erledigte. Okes Umhang. Ja, da Basilos, ein Buch für Firebeat. Ah. Gut. Aber so könnten wir jetzt wenigstens Shartil gegen den Ork austauschen, wenn wir ihm begegnen und ihn in die Gruppe aufnehmen können. Beim freundlichen Arm wollte er ja nichts mit uns zu tun haben. Tach. Wie wär's damit, Dreckspark? Eine unglaubliche Goldmünze, aber ist besser als nichts. Was wollt ihr? Habt ihr unser Gebiet betreten? Wir euch so lange festhalten, bis ihr Tribut gezollt. Wir fordern 50 Goldmünzen als Tribut. Wir haben kein Gold, bedauere. Na gut, hier sind 50 Goldmünzen, auf Wiedersehen. Oder wir bringen euch einfach um, haariger Haufen Hyänendung. Dafür wirst du sterben. Mhm. Ja, ihr braucht nur zu fragen. So, ein paar Knolle. Der eine hatte 100 Goldmünzen dabei, wie schön. Ihr habt geläutet. So, und Ringe. Männer sind so armselig. So, und jetzt ist Shartil wohl aufbald. Was wollt ihr? So. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Gut. Das heißt, nächste Station wäre die Gnolf-Festung, weil hier sind wir fertig. Feinde haben ihnen aufgelauert. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Okay. Die KI von den Gegnern hat sich auch ein bisschen geändert. Mich kümmert's nicht. So. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. Dürfen wir jetzt weiter? Ich hoffe es mal.
Okay, hier ist eine Hängebrücke und an der werden wir einfach mal rasten. Worum geht es dich? Und uns mal heilen. Gut. Ja, ihr braucht nur zu fragen. Bitte blockiert euch nicht gegenseitig da hinten. Das ist tödlich auf dieser blöden Brücke. Ich Gnarl. Ich hungrig. Ja, du Gnarl. Kommt! Ihr nirgendwo hingehen. Das unsere Brücke. Ihr bezahlen, um sie zu begehren. Ja, und zahlen 20 pro Kopf oder Kopf ab. Das sind 1, 2, 8 Köpfe. Also zahlen 200 Goldmünzen. Ich bezahle, aber lass uns endlich weitergehen. 200 Goldmünzen sind ein bisschen viel, findet ihr nicht? Ich meine, sehe ich aus, als hätte ich Geld im Überfluss? Na, 200 Goldmünzen vielleicht zu viel. Vielleicht zahlen 100 Goldmünzen. 100 Goldmünzen oder Köpfe ab. Kein schlechtes Geschäft. Immer noch zu viel für meine Begriffe. Dann nehmen wir lieber einen Umweg in Kauf. Dein Kopf hol, du. Hol, wirst nicht vermissen. Ja, wir töten und nehmen das Zeug und kriegen das Gold. So oder so, Dummkopf. So. Weil die haben was Schönes, was ich gerne hätte. Ist die Frage, ob ich den identifizieren kann. Gibt mir Kraft. Wenn es blutet, kann ich es auch töten. So. Nein, die kann ich nicht so leicht identifizieren. Dann mach du das mal näher. Kämpferhandschuhe. Dieses Paar Handschuhe wurde wahrscheinlich in Karthur entworfen und sollte Meister der Kampfkunst als Hilfsmittel dienen. Legenden besagen, dass diese Meister aus dem Fernosten die Handschuhe auf ihren Reisen mit sich führten. Aber nähere Einzelheiten dazu sind nur bruchstückhaft. Die machen Geschicklichkeit auf 18. Das wäre also nicht für uns, für sie eigentlich auch nicht. Sie ist schon auf 19, 17. Also ist das eigentlich gerade für Kegain erst einmal das Beste. Ab mit dem Zeug da rein. Und blub. Gehen wir von minus 1 auf minus 5. Ja? Wie ihr wünscht. So, nach oben geht's sicherlich in die Gnoll-Festung rein. Das heißt, hier unten sind andere Sachen. Auf jeden Fall verwinkelte Pfade. Oh, und sie hat bereits eine Waffe verloren. Haben wir noch ein... Das sind zwei Hände. Mist, wir haben das eine Langschwert nicht mitgenommen. Gut, da muss doch mal erstmal der Dolch hier halten. Hier waren noch definitiv Höhlen. Ich habe nur keine Ahnung mehr, was in den Höhlen drin war. Also hier ist eine Höhle auf jeden Fall. Lasst sie uns ordentlich verdrängen. Wie ihr wisst, lasst sie uns ordentlich verdrängen.
Also hier sind nur ein paar Xwarte drin. Hier waren wirklich nur Xwarte drin. Keine geheimen Schätze oder so. Ihr braucht nur zu fragen. Ja, dann gehen wir mal hier hoch.